Frage finden. Heute wird es bestimmt alles andere als ein entspannter Tag, denn heute steigt das Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730 Meter Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und P2 geht an Daniel Ricciardo. Der Australier hat heute eine starke Leistung gezeigt. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Leclerc, Carlos Sainz und Vettel, Stroll, Ocon, Fernando Alonso und Lewis Hamilton, Giovinazzi, Mazepin, Lando Norris und Mick Schumacher. Perez, er hat eine Gridstrafe erhalten. Raikkonen, der Goldjunge und Nicolas Latifi. Richter und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ich habe gerade so ein bisschen auf die Startaufstellung geguckt. Der Hamilton nur auf 10, die Haas auf 12 und 14, Perez auf 15. Durchaus interessant. Und damit herzlich willkommen zurück zum Rennen. Hier aus Spanien. 19, also stehen wir beide direkt hintereinander, so wie es aussieht, oder? Kann sein, ja. 17 und 19, na, mal gucken. Gehen wir rein. Ins zweite Rennen der Saison. Ja, vor mir steht Honda drauf, das ist, also bist du direkt hinter mir. Beide auf der Außenbahn. Also ein bisschen was vorgefallen sein. Gut, das kann auch durch die ganze Blockade und so passiert sein. Dass da noch einige Gridstrafen gefallen sind. Wenn die KI sich so ein bisschen gegenseitig im Weg stand. So, mal gucken. Im Idealfall am Start so weit wie möglich nach vorne kommen. Oder in erster Linie mal durchkommen. Runden, die uns jetzt in Spanien hier anstehen und jo. An dem Idealfall vielleicht irgendwo doch noch ein bisschen was Erfolgreiches. Aber ich sehe nicht wo. Nochmal. Naja. Ach, du bist auf Mediums. Mhm. Na gut. Ist vielleicht eine gute Strategie bezüglich Safety Car oder so. Ist vielleicht gar nicht so doof eigentlich die Strategie. Ich war mich überlegen, ob ich selber machen soll so. Aber naja, schauen. Was am Ende erfolgreicher sein wird. Voll erschrocken, wenn in der Schikane das die KI übernimmt und das Lenkrad auf einmal leicht wird. Na dann. Happy Time. Hammer Time, ne? Aber hätte ich nicht gedacht, Mick da vorne auf 14, Mazepin auf 12.
Bisschen unrealistisch. Naja, schauen, wie gesagt. Das kommt natürlich nicht rüber, weil der Ding schon da ist. Ist natürlich jetzt gut. Schade. Ich wollte schön mit dir mitziehen. Ich war direkt dahinter. Und es wurde quasi mehr oder weniger ein bisschen so geblockt, dass ich nicht mehr vorbeikam. Weil ich war schon vorbei an Latifi. Latifi, ich wollte es mitnutzen, ich wollte es nutzen. Aber du hast den Rekord ein bisschen weggeblockt, ne? Kann das sein? Mhm. Ja, ich wollte es nutzen, aber in dem Moment bist du davor gewesen, ich kann da nicht mitziehen. Also Latifi habe ich. Hält mich gerade ein bisschen auf da vorne. Ich kann schneller, wenn ich kann, wenn ich in eine Position komme. Aber das glaube ich, bist du mit deinen Softs. Ja, mit den Mediums. Dass du den Kimi da mehr auf, immer weniger aufhältst und ich komme auch nicht vorbei. Ist übrigens auch auf Gelb. Okay. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Nächste Runde. Da hole ich mir, kriege ich dich, Kimi. Weil dann habe ich das DRS, das heißt, ich kann da ein bisschen rankommen. Kann das dann nutzen. Ich bin jetzt vor dir, der Weiße, ne? Nee, Schumacher. Okay, dann haben sie beide verloren. Gut, da war Perez noch irgendwo dazwischen. Wir werden wahrscheinlich nicht viel ausgerichtet haben. Okay. Ja, jedenfalls ist der ist schwierig daran zu kommen. Ihr haltet mich übelst auf gerade da vor mir. Der Kimi macht auch ein bisschen Druck. Ich verteidige mich aber. Nee, alles ist gut. Nochmal.
das wird sich am Ende wieder ausbalancieren, wenn du nämlich auf Soft gehst und ich auf Medium fahre. Du hast auch das gute Recht, dich zu verteidigen. Jetzt ist Kimi neben dir, pass auf. Oder beziehungsweise es hat es mal probiert. Jetzt habe ich einen Fehler eingebaut. Jetzt ist der Dings vorbei. Latifi. Sorry Latifi, aber das lasse ich mir nicht machen. Außen vorbei wieder am Williams. Das Lustige ist, dass ein Mazepin den Schumacher aufhält, vor dem fast nichts mehr zu sehen ist an anderen Autos. Ja, da, aber ihr haltet mich ja auch auf, sonst wäre es wahrscheinlich die Möglichkeit vorbeizukommen. Aber ihr seid den verteidige ich auch nur. Ist ja vollkommen okay. Ich habe halt nochmal, ich habe auch einen dicken Fehler drin gehabt. Ich habe einen Quersteher dran gehabt. Jetzt hat er dich. Oder. Da hast du jetzt nämlich einen Fehler drin gehabt, ne? Mhm. Ja, ich krieg dich noch, Kimi. Ich krieg dich noch. Leclerc auf Weiß. Hab dich. Hab ihn. Jetzt habe ich es nutzen können. Weil ich bin viel besser aus der Kurve rausgekommen mit ihr und war direkt dran an euch. Weil du, glaube ich, auch nicht ganz sauber durch die letzte Schikane bist. Da hast du mir nämlich jetzt ein bisschen geholfen. Oh oh. Was ist los? Ich krieg einen Funkspruch, ein Problem, sie untersuchen gerade. Oh nein. Das wäre natürlich hart jetzt. Motorproblem. Ja, scheiße. Das ist natürlich nicht gut. Ja, ich merke auch, dass die übelste Leistung. Kann sein, dass du ein bisschen Leistung verlierst? Oh. War ich das jetzt gerade? Habe ich dich jetzt über der Strecke geschoben oder was? Nicht direkt geschoben, aber du bist langsam in Kurve 1 gewesen. Ja, weil ich weit innen war. Ich war weit innen. Du musst dich ausweichen und bin dann schlecht durch Kurve 2 gekommen. Und habe beim Zurückkehren dann auch noch den. Oh, jetzt dreht mich der Latifi. Oh, Mann. Scheiße. Meinen Dreher, den habe ich doch im Rückspiegel gesehen gerade. Weil ich wollte dich eigentlich danach direkt wieder vorbeigehen lassen. Als quasi als Wiedergutmachung. Scheiße. Verstappen auf 19. Auf 10. Nee. Achso, die sind alle in der Box. Ich wundere mich gerade.
Boah, mein Auto qualmt übelst. Latifi hinter mir, der sich jetzt innen angreifen wird. Ah, noch kann ich wegblocken. Ich wollte ja auch beim Überholen einfach nicht in die Bahn ziehen, deswegen bin ich bis weiter hinten gefahren. Da musste ich die Kurve natürlich ein bisschen langsamer angehen. Es war auch niemals absichtlich, den Weg zu blocken oder sonst irgendwas. Jetzt war der Russell schon in der Box. Jetzt aber auch nicht wirklich gewehrt, oder? Nee. Na gut, du hast das Motorproblem, ne? Ich weiß aber auch nicht, was los ist. Ich habe keinen weiteren Funkspruch erhalten. Oder sind deine Reifen so kaputt? Kann auch sein. Weil ich war ja relativ schnell jetzt so 2-3 Runden an 6 Sekunden, die ich dir abgenommen habe. Unfall mit Trümmerteilen. Links in der ersten oder zweiten Kurve liegen sie. Ich habe gerade einen Funkspruch bekommen. Es kann sein, dass ein Safety-Car gar nicht rauskommt, damit sie wegräumen können. Also muss irgendwo ein Auto beschädigt sein. Die Frage ist, welches. Ja, es kann sein, wie gesagt, dass es gleich kommt.
Weil da vorne sind Russell und Schumacher dran. Kann sein, dass die zwei sich da ziemlich bekriegt haben. Ich glaube, Schumacher hat einen Fehler. Hat ein Problem. Ja, ja, der ist langsam. Dann war das der Haas. Boah, Micky, Alter, du brauchst jetzt nicht mit 50 durch die erste Kurve die Schikane durch. Das hat mir natürlich jetzt extreme Zeit gekostet, dass ich da nicht vorbeikam. Jetzt habe ich Latifi wieder an der Backe kleben. Boah, Alter. Pass auf, der Williams hat sich weggedreht. Der ist für mich ran. Ich habe ihn vermutlich zu früh zugezogen. Mhm. War wahrscheinlich meine Schuld. Also so leicht zumindest. Das war natürlich keine Absicht. Also, Mick hat mir locker 4-5 Sekunden gekostet, dass er da durch die Kurve so geschlichen ist. Bei dem seine Teile waren ziemlich. Oder Mazepin hat seinen Teamkollegen angeschossen, das kann natürlich auch sein. Oh, Leclerc 17. nur. Wie viel haben wir denn noch? 5 Runden. Kriege ich nicht voll. Matze, ich bin auf hart, okay. Du gibst auf, oder was? Nö. Weil du in der Box bist. Ja, mein geplanter Stopp auf Rot. Ach so, du hast den Stopp noch nicht gemacht, ne? Stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht mehr umgeschrieben. Ich dachte mir, ja, du fährst jetzt ohne... Aber was denn? Kann sein, dass der auch noch nicht drin war. Es kann vielleicht noch eine Position geben. Ich meine, ob der 14 oder 15 ist, ist am Ende dann relativ wurscht. Den Stopp habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich dachte mir, stimmt, du bist ja noch niemand drin gewesen. Ich dachte mir, du gibst auf jetzt. Ich bin überrundet. Okay. Er füllt wahrscheinlich Bottas immer noch, ne? Ja. Das war das erste Rennen, glaube ich. Ne, ja. Erste Rennen Hamilton gewonnen. Oder war es Bottas? Ne, Hamilton hat gewonnen, genau, vor Bottas, ja. Der ist in den F1-Spielen auch schon im letzten. Ist der ziemlich stark irgendwie. Ist der stärker als Hamilton. Leclerc habe ich jetzt hinter mir. Das wird jetzt gleich ganz kurz einen Prozess gehen mit dem Ferrari. Gegen mich. Vermutlich. Und vorbei ist er. Ein geschenktes Wochenende in Spanien auf jeden Fall. Ja, für beide aber auch. Eigentlich absolut. Weiß ich nicht, nach dem Rennen in Bahrain dachte ich mir, das ist eine Möglichkeit, vielleicht in Spanien zu machen, aber ich hätte es ja überhaupt nicht. Von vorne bis hinten überhaupt nicht funktioniert. Fing ja schon am Freitag ran, dann gestern auch wirklich durchgezogen mit den Plätzen 17 und noch, also 18-20 oder 17-20, wie auch immer. Und jetzt guckst du auch hier irgendwo mit beiden Autos irgendwo am besten Ende des Feldes rum. Ich meine 16, da bin ich immer. Weil der nächste, der ist jetzt Kimi Räikkönen. Das ist jetzt genau das gleiche, was im letzten Rennen auch passiert ist. Irgendwo bricht es bei mir nämlich komplett ein wieder. Den Kimi hatte ich eigentlich schon komplett weg vom Fenster. Mich, ja. Scheiße. Ja, du hast es aber echt momentan, ne? War rein schon die Scheiße jetzt wieder. Ja, der nächste, der mich jetzt kassiert, ist der Kimi. Hat er clever gemacht. Das hat er clever gemacht, der Sack. Weil ich wollte den Konter setzen in der ersten Kurve direkt, nachdem er mich überholt hat und zieht dann in dem Moment rüber.
sodass ich die Bahn nicht innen bekomme. Jetzt gerade mit Kimi um die goldene Ananas. Platz 16. Ja, ich hole mir den jetzt wieder auf der langen Geraden. Ich bin eben schon ein bisschen besser raus. Ja. Die goldene Ananas wäre ja Fernando Alonso auf die Platz 11. Jetzt habe ich ihn verloren. Das hat mich ein bisschen weggezogen. Der Abstand ist zu groß. Ich bin ja von der goldenen Ananas ganz weit weg. Der goldene Ananas ist aber momentan auch um Platz 16, 17. Nee, 11 wäre ja. Wir fahren doch normale Formel 1. Wir fahren ja keine Liga, Online-Liga-Rennen. Ja, selbst dann würde es nicht bringen. Die 16 oder 17, da müssen wir zum Genau nicht mehr aus. Das ja, mit den... aber Punkte sind hier nur bis 1 bis 10. Ja, ach, alles gut. Ich fahre trotzdem hier unkomplett im Fernseher. Aber es ist trotzdem irgendwo ein Zweikampf und eine Position. Und den möchte ich ungern her schenken. Leclerc kriegt da vorne nicht gehalten. Das war klar. Der ist mir so weggezogen, der Ferrari. Fahrer des Tages, wie sieht es da momentan eigentlich aus? Ich glaube, ich habe zwei Positionen gemacht. Ich glaub, mit, du kannst doch die Ranglisten sehen, oder nicht? Nö. Valtteri Bottas gewinnt. So, du meinst. Ja, bezüglich der Position. Ich glaube nicht, dass ich es werde, aber. Perez hat plus 10 Positionen. Okay, dann bin ich da weit weg. Du hast 2 gut gemacht, Leclerc hat 11 verloren. Ja, Leclerc war ja, ist ja um nur 15. momentan. Jetzt komme ich Kimi aber auch nicht mehr ran. Mich 17. am Ende nur. Was ein Wochenende. Was ein Kackrennen. Ah, egal, mein Gott, passiert. Wenigstens warst du von Anfang an chancenlos. Besser so ein Rennen, als wenn du dann nur am Anfang vorne stehst und dann durch irgendeine Scheiße so ein Rennen verlierst. Ja, und wie gesagt, es hat sich von Freitag bis heute durchgezogen, dass es nicht funktioniert hat. Ricciardo auf 3 ist aber irgendwo auch eine Überraschung. Hätte ich aber gar nicht erwartet da oben. Mhm. Und Hamilton ist ja weit, meilenweit weg. Ich weiß gar nicht, wo der am Ende gelandet ist.
Ja, das heißt, wir müssen arbeiten. Ich weiß gar nicht, was das nächste Rennen überhaupt ist. Platz, ja, Walter Bottas. Hamilton ist Siebter geworden. Sache, wie gesagt, am Ende wenigstens war es von Anfang an chancenlos. Ja. Alle Kehrte, zweiten Stopp, der hat wahrscheinlich irgendwo einen Flügelschaden oder sowas gehabt. Kann auch sein. Da war nämlich nochmal irgendwo ein Problem mit Teilen auf der Strecke. Naja, ist halt dann so. Nächste Woche wird es hoffentlich wieder ein bisschen was erfolgreicher und besser. Werden wir sehen. Ja. Ich hatte auch mit dem Zeltaufwechsel nicht funktioniert, wie gesagt. Keine Ahnung. So. Gucken wir gleich mal rein, bis nächste Rennwochenende überhaupt ist. Das müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Monaco. Ach du Scheiße. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Monaco, es wird immer besser. Oh Gott, ey. Na gut, das tun wir uns das nächste Mal an. Ja.